wie du starke Anziehungskraft auf einen Mann entfaltest und ihn verliebt in dich machst. Willkommen zu diesem Video, ich bin Sergey Linz und wenn dir diese Thematik gefällt, wie du einen Mann verliebt machen, emotional binden und total verrückt nach dir machen kannst, und zwar dauerhaft, dann gib diesem Video ein Like, abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und aktiviere das Glöckchen, um alle Videos sofort zu bekommen. Nun, was ist das Geheimnis der Anziehung? Und wie schaffst du es, deinen Traummann dazu zu bringen, sich auf dich zuzubewegen? Und zwar nicht nur in den ersten paar Tagen, Wochen, Monaten der Kommunikation mit dir, sondern dauerhaft, sodass er sich immer mehr und immer mehr in dich verliebt. Mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, mit jedem Jahr. Immer mehr und mehr. Nun, manche Frauen sagen, das ist unmöglich, Sergey, das ist, ja, das ist irgendwie, das, sowas kommt nur in Filmen vor. Glaub mir, aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung vieler, vieler Frauen, die ich kenne, kann ich sagen, dass das möglich ist. Wenn die erforderlichen, wenn die erforderlichen Dinge gemanagt sind. Und das ist die Anziehung. Wenn du die Anziehung des Mannes beherrschst, beziehungsweise die Anziehung zwischen euch, wenn du ganz genau weißt, wie du sie steuern kannst, wie du auf dich selbst sowie auf den Mann einwirken kannst, sodass diese Anziehung immer größer und stärker wird, dann wirst du merken, dass der Mann tatsächlich sich mit jedem Tag immer mehr und immer mehr in dich verliebt und immer mehr Begehren nach dir entfaltet. Egal, ob es sich um Monate oder um Jahre oder um Jahrzehnte handelt. Was ist das Geheimnis der Anziehung? Nun, das sind die Gegensätze. Das ist das Weibliche und das Männliche. Wenn du einen männlichen Mann, wenn du es auf einen männlichen Mann abgesehen hast, der etwas männlicher ist als die anderen Männer, dann bist du für ihn anziehend, wenn du weiblich bist. Wenn du, das bedeutet, dir gefallen gewisse männliche Vorzüge an ihm, gewisse männliche Verhaltensweisen, wie er sich bewegt, wie seine Stimme sich anhört, wie er seine Probleme löst, wie er mit Menschen spricht, wie er die Richtung, in die er geht. Ja, wenn das eine männliche Richtung ist, wenn das männliche Eigenschaften und Fähigkeiten sind, die ihm erlauben, dorthin zu gehen und du dir, es löst in dir gewisse Emotionen aus, dann glaub mir, bei ihm ist es so, dass er auf weibliche Eigenschaften und Fähigkeiten achtet und sich davon sehr, sehr angezogen fühlt. Das bedeutet, je größer sein je größer die Männlichkeit bei ihm ist, desto größer sollte deine Weiblichkeit sein, wenn du eine starke Anziehung erzielen möchtest. Ja, also wenn bei ihm dieses Männliche stark ist und das Weibliche bei dir eher nicht so stark, oder du bist sogar, du gehst sogar auch in die männliche Richtung quasi. Wenn du ihm zeigst, dass er sich als Mann an deiner Seite nicht realisieren kann. Ja, er kommt zum Beispiel von der Arbeit nach Hause und sagt, guck mal da, ich habe einen Mammut erlegt. Ja, und zeigt dir seinen Mammut, das er heute voller Stolz so erlegt hat. Ja, er hat den ganzen Tag diese Mammut hinterhergejagt. Ja, das ist ein großes Mammut und er zeigt es dir und freut sich auf deine Bestätigung. Du jedoch zeigst ihm auf seinen Mammut und fragst ihn, das soll ein Mammut sein? Das ist ein Mammut, und zeigst auf das Mammut, das du erlegt hast. Ja, und dieses Mammut, ja, das Fell von diesem Mammut ist viel glänzender und geschmeidiger, und auch das Fleisch ist bei deinem Mammut viel fleischiger und viel saftiger. Und wenn der Mann spürt schon am Anfang der Kommunikation, dass es eher in diese Richtung gehen wird, das bedeutet, dass er sich an deiner Seite nicht in seinen männlichen Eigenschaften realisieren kann, sodass du diese männlichen Eigenschaften bemerkst, dann wird es auf eine friedliche Koexistenz hinauslaufen, was zu einer Friendzone führt. Ja, so immer wieder fragen mich Frauen, wie kann ich die Friendzone überwinden? Wie kann ich einen Mann, mit dem ich jetzt befreundet bin, ja, wie kann ich da aus dieser Friendzone herauskommen? Anziehung ist
das Zauberwort. Ja, aber diese Friendzone gibt es nicht nur vor der Beziehung, sondern auch in der Beziehung. Ja, viele Paare rutschen in diese Friendzone hinein. Und obwohl am Anfang diese Leidenschaft da war, obwohl am Anfang bei dem Mann die Augen geleuchtet haben, so wie bei der Frau, ist es so, dass nach einer gewissen Zeit beide zusammen wohnen, zusammen den Haushalt machen, zusammen irgendwelche Dinge miteinander machen, aber die Emotionen sind nicht mehr da. Und viele Paare denken, das ist normal. Das ist nicht normal. Ja, die Anziehung ist weg. Diese Gegensätze sind weg. Der Mann schätzt die Frau nicht, einfach nur als Antwort auf das, dass die Frau ihn nicht schätzt und seine Errungenschaften. Deswegen schätzt er nicht das, was er an ihr hat. Ja, und friedliche Koexistenz, mit diesem Wort kann man so ziemlich viele Beziehungen beschreiben, wo diese Anziehung weg ist. Ja, wo der Mann immer weniger männlich wird, weil er keine Lust hat, sich als Mann zu realisieren, weil er dafür keine Bestätigung bekommt. Er wird immer mehr und mehr zum Gemüse. Ja, so seine männlichen Eigenschaften schlafen ein. Sein Testosteronpegel fällt. Seine Lust, ja, verschwindet auch irgendwann, weil auch, naja, so, da passiert nicht viel. Da ist kein Gegensatz zwischen Testosteron von ihm und Östrogen von der Frau. Ja, diese Weiblichkeit und Männlichkeit ist zu großen Teilen biochemisch gestrickt. Sie ist auch psychologisch gestrickt. Das bedeutet, dass wenn der Mann eine männliche Energie hat, ja, jetzt gehen wir, naja, ich möchte nicht ins Esoterische abgleiten, aber um es anschaulich zu präsentieren, benutze ich diese Begriffe wie Energie. Ja, so dieser Drang, etwas zu bewegen, dieser Drang zu erobern, dieser Drang zu dominieren, dieser Drang, Mammuts zu erlegen, weil die Frau diese Mammuts dann bewundert und ihn dafür bewundert. Und das hebt seinen Testosteronwert. Wenn er dir zum Beispiel von seinen Erfolgen auf der Arbeit erzählt, oder vielleicht spielt er Fußball und ihm ist das wichtig, ja, sich dadurch so seine ganze Energie in diesen 90 Minuten vollkommen aufs Hier und Jetzt zu richten und sein Bestes zu geben. Und wenn er weiß, dass du ihn verstehst auf dieser Ebene, dass du seine Erfolge feierst, dass du mit ihm feierst, yeah, dann bist du für ihn eine Frau, die, naja, wo diese Anziehung da ist, dann wird auch er Dinge, die du tust, bewundern. Sie werden für ihn weitaus mehr wert sein, als in einer Perspektive, in der beide, so jeder anfängt, irgendwann so sein eigenes Leben zu leben. Klar, beide wohnen vielleicht noch miteinander, aber keine von den beiden weiß, wieso eigentlich. Ja, so läuft das bei vielen Paaren ab. Deswegen achte darauf, dass du nicht in die Friendzone hineinrutschst. Weder am Anfang der Kommunikation, noch in der Beziehung. Und nochmal, das Geheimnis heißt Anziehung. Das Geheimnis heißt Gegensätze. Anziehung, ja, wenn du zwei Magnete zusammenführst, es sind nicht die Pluspole, die sich anziehen. Ja, die stoßen sich ab. Ja, das Pluspol von dem einen Magnet zieht das Minuspol von dem anderen Magnet an. Und das ist die Anziehung. Das bedeutet nicht, dass du Minus bist und er Plus oder umgekehrt. Es gibt keine Wertung. Es gibt einfach unterschiedliche Ausprägungen eurer Energien, eurer Art. Ja? Seine Bewegungen, seine Stimme, sein Drang, irgendwas zu verändern. Wenn du genau dieselben Dinge, wenn du dich genauso bewegst wie er, ja, wenn du genauso redest wie er, wenn du genauso über deine Probleme redest, ja, die können wir nichts, ja, die können, ja, die werden noch sehen, wo der Pfeffer wächst, ja, wo der Hase lang läuft, das werde ich ihnen zeigen. Ja, wenn du anfängst, so zu reden, so mit ihm zu kommunizieren, dann wird deine Anziehung fallen, wenn er ein männlicher Mann ist. Und das ist, das passiert leider Gottes allzu oft. Deswegen weibliche Bewegungen. Wenn du dich weich bewegst, wenn deine Stimme weich ist, wenn du mit ihm sprichst, dann löst du in ihm einen Testosteron
Ausstoß aus, selbst nach 10 Jahren Ehe. Ja? Du löst in ihm, du entfachst in ihm das Feuer der Leidenschaft durch deine Weiblichkeit. Dadurch, dass du die Männlichkeit in ihm, ja, wie ein Feuer immer am Laufen hältst. Wenn du das nicht tust, aktiv, dann wird das Feuer irgendwann entweder löschen bei ihm oder eine andere Frau schafft es, sein Feuer zu entfachen, und ein Mann schaut sich immer nach der Frau um, die sein Feuer entfacht, die diesen Testosteron-Level in ihm anhebt, weil das für ihn die Energiequelle Nummer 1 ist. Es ist für ihn sein, ja, du fütter ihn nicht, gib ihm weder Wasser noch Brot, ja, also keine Luft zum Atmen, das braucht er alles nicht, gib ihm Testosteron. Er hat in sich selbst ein Testosteron-Produktionskraftwerk. Ja, und du bist diejenige, die dieses Feuer in ihm entfacht, wenn du dieses Spiel der Gegenseitigkeiten verstehst, wenn du dich weiblich kleidest, ja, wenn du dich männlich kleidest, ja, dass sein Unterbewusstsein, sein Nervensystem dich nicht mehr als eine Frau erkennt, nicht mehr so deutlich, dann reagiert sein Nervensystem nicht mehr so gut auf dich wie auf eine Frau. Das bedeutet, er hört auf, dich wie eine Frau zu behandeln. Er hört auf, dich auf Händen zu tragen, weil, naja, so, wozu soll er einen, ja, einen Halbmann auf Händen tragen? Ja, deswegen achte auf deine Bewegungen, achte auf deine Kleidung, achte auf deine Laune. Genieße es, eine Frau zu sein. Du bist eine Frau, du bist eine Göttin. Und du, dadurch hast du eine gewaltige Macht über Männer, wenn du diese Eigenschaft in dir trainierst, wenn du sie vergrößerst, wenn du sie kultivierst wie etwas Heiliges in dir, diese Pflanze der Weiblichkeit, wenn du sie gießt und wenn du sie immer wieder, ja, düngst, ja, durch die Bewegungen, durch die Sprache, die du sprichst, durch die Ausdrücke, die du benutzt, durch diese, ja, weichen Bewegungen, durch diese Harmonie, die du in sein Leben bringst, in das Leben des Mannes oder der Männer, die dich sehen, dann wirst du immer mehr und immer mehr bemerken, dass Männer auf dich wie wahnsinnig reagieren, weil du ihnen dieses Feuer entfachst, einfach nur durch deine Präsenz. Und das ist genau das, was viele Frauen falsch machen. Ja, sie hören sich irgendwann auf, weiblich zu kleiden, sich weiblich zu benehmen, weil wozu müssen sie den Mann erobern? Sie haben ihn ja schon, ja, er ist ja schon da. Ja, nur das führt dazu, dass der Mann seine Männlichkeit ebenfalls einbüßt, und diese Anziehung kann nur dann passieren, wenn, wie gesagt, diese beiden Gegensätze existieren, auch auf körperlicher Ebene. Ja, denn er möchte motiviert sein, dich auf Händen zu tragen. Ja, sein ganzes Inneres ist in Wallung, wenn er dich sieht, wenn er an dich denkt. Und genau das löst du in ihm aus durch dein weibliches Verhalten, durch deine Weiblichkeit. Ja, ich habe einige Videos zum Thema Weiblichkeit gemacht in der Vergangenheit. Die kannst du dir wie alle meine Videos auch anschauen, auch mehrmals anschauen. Ja, viele Frauen schreiben mir, dass sie so Videos beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal auf eine vollkommen neue Art und Weise verstehen, dass sie vollkommen neue Aspekte in meinen Videos finden. Deswegen, erlaube dir, meine Videos mehrmals anzuschauen. Das wird all diese ganzen Dinge verfestigen. Das wird dein Nervensystem immer mehr und mehr darauf programmieren, dass du eine begehrenswerte Frau, eine hochbegehrte Frau bist, der Männer nicht widerstehen können. Wenn du dieses Video nützlich fandest, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere diesen Kanal, aktiviere das Glöckchen, um alle Videos sofort zu bekommen, wenn sie neu rauskommen von mir. Und genieße deinen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon extrem auf dich. Bis dann, das war Sergej Linz.